Guten Morgen, meine lieben Geschwister. Heute möchte ich uns wieder dazu einladen, auf Jesus zu blicken. Das gibt uns Ausdauer in unserem Leben. Dazu lädt uns der Hebräerbrief ein, unseren Lauf mit Ausdauer zu laufen, indem wir hinblicken auf Jesus. Er ist besser. Besser als alles, was vorher da war. Wir haben schon darüber nachgedacht. Er ist besser als die Engel. Er ist der bessere Gesandte. Er ist besser als Mose, denn er verwaltet sein eigenes Haus. Heute gehen wir noch ein Stück weiter in Kapitel 4, ab Vers 14 geht es darum, dass Jesus ein besserer Priester ist. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freudigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Jesus ist ein Hohepriester. Er ist ein Mittler zwischen Mensch und Gott. Priester wurden berufen, so sagt der Hebräerbrief weiter in Kapitel 5, um für Menschen vor Gott einzutreten, um Opfer darzubringen, um eine Grundlage zu schaffen für eine Beziehung zwischen Gott und Mensch. Allerdings waren die Priester von Aaron angefangen, die Hohepriester auch, die aus seinem Geschlecht kamen. Sie waren Menschen und sie waren sündig, wie alle Menschen es sind. Und so mussten sie zuerst Opfer für sich bringen und dann auch für das Volk, um überhaupt Mittler zwischen Gott und Mensch zu sein. Kapitel 5 lesen wir auch, dass Gott es war, immer ist, der Priester einsetzt. Und so hat Gott auch seinen Sohn berufen, dazu Priester zu werden. Was ist das Besondere und Bessere an Jesus? Einmal, er hat keine Sünde getan. Er musste nicht für sich selbst Opfer bringen. Deswegen ist er eine ganz andere Qualität von Priestern. Stellen wir uns aber einen Priester vor, der im Himmel war und nie irgendwelchen Bezug zur Sünde hatte, dann müssen wir befürchten, dass er nur nach Recht und Gerechtigkeit uns richten muss. Aber Jesus ist ein Hohepriester, der Mitleid haben kann. Einmal hat er den Himmel durchschritten, also nicht eine Stiftshütte, ein Abbild des Himmels, sondern den Himmel selbst durchschritten, bevor er Priester wurde. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, hat er wieder den Himmel durchschritten. Die Tatsache, dass er auf der Erde gelebt hat, führt dazu, dass der Hebräerbrief hier sagte, wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Prinzipiell hat Jesus jede Sünde erfahren, erlebt. Nicht nur aus dem Umfeld bei den Menschen, mit denen er war, auch nicht nur aus den Versuchungen, die er selbst erlebt hat, einige davon werden uns in Matthäus 4 berichtet, sondern auch dadurch, dass er selbst alle Sünde auf sich genommen hat. Es ist ein Hohepriester, der unsere Schwachheiten kennt, der unsere Versuchungssituationen kennt, der unsere Nöte kennt. Wir müssen nicht erst mühsam ihm das erklären, wie es uns geht. Er weiß das. Und das ist es, was uns Zuversicht gibt, zu ihm zu gehen. Er ist besser als jeder andere Priester. Er versteht uns viel besser. Und deswegen hier die Einladung. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist mal eine echte Einladung. Lasst uns zu ihm gehen, mit jeder unserer Nöte, mit jeder unserer Sorgen, mit jedem Problem, dem wir begegnen, mit jedem Schmerz, den wir erleben. Lasst uns zu ihm gehen und Barmherzigkeit erfahren zur rechtzeitigen Hilfe. Er ist unser Priester. Er vertritt uns vor Gott.
Er ist unser Mittler. Er ist zuverlässig und ist ein mitleidiger Priester. Lass uns zu ihm gehen. Lass uns bei ihm Hilfe suchen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen heute einen gesegneten und hilfreichen Tag.